Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage. Um diesen Prozess der Entgiftung dann durchzuführen, worauf sollte man am besten achten? Also Entgiftung ist tatsächlich ein komplexes Thema. Das Wichtigste vielleicht ist erstmal, dass man darauf achtet, dass keine, und da sind wir dann schon auch irgendwo bei der Ernährung, dass keine Gifte reinkommen oder zumindest so wenig wie möglich. Also schon, wenn man einatmet, hat man schon verloren, kann man sagen. Aber also bei der Luft kann man noch aufs Land ziehen. Das ist schon mal besser als in der Stadt. Doch da könnte man natürlich solche Entscheidungen treffen. Dann gibt es aber viele Bereiche, wo ich wirklich enorme Verbesserungen machen kann. Beispielsweise Wasser. Also Leitungswasser geht gar nicht. Ja? Das mag für den einen oder anderen, der irgendwo in der Schweiz oben in Bergen wohnt, mag das okay sein. Ja? Aber für die meisten von uns ist das Leitungswasser wirklich eine Katastrophe. Auch wenn die Wasserwerke was anderes sagen, aber die testen 23 verschiedene Stoffe und ich habe gesagt, 350.000 Gifte sind im Umlauf. Das geht eigentlich gar nicht. Das heißt, da kommt man, wenn man nicht gerade eine super tolle artesische Quelle irgendwo um die Ecke hat, kommt man um einen guten Wasserfilter eigentlich nicht drumherum. Ne? Also Umkehrosmose beispielsweise. Und dass man da wirklich ein gutes Wasser bekommt, denn das Wasser ist ja bereits dann ein Entgiftungsmittel. Denn wenn das Wasser leer ist, kann es wieder Dinge binden. Ja? Wenn das Wasser bereits voll ist, gesättigt mit allem möglichen Kram, auch Giftstoffen, dann schwemmt es entweder Giftstoffe in den Körper hinein oder kann sowieso keine mit rausnehmen. Also Wasser. Wir sind noch dabei zu verhindern, dass Gifte reinkommen. Natürlich jetzt kommt die Ernährung. Ja, denn das ist natürlich was wir im Kilo-Bereich sozusagen jeden Tag in uns rein in uns reinbringen. Und wenn da natürlich immer Giftstoffe drauf sitzen, dann ist das natürlich ein Riesending. Einfach von der Menge her. Und ich möchte niemandem vorschreiben oder erzählen, was er essen soll. Ich habe da meine Perspektive auch mehrfach geändert. Ich war früher mal Vegetarier, Veganer, Rohveganer. Frugivore habe ich probiert. Mittlerweile ernähre ich mich sehr tierreich und proteinreich. Aber das mag jeder erstmal so für sich selber beantworten, diese Frage. Das ist eine eigene Diskussion. Was mir wichtig ist, bei dem Thema Ernährung zu vermitteln, ist, dass man darauf achtet, dass da keine Giftstoffe drin sind. Natürliche Produkte, also alles, was eine Verpackung hat, sollte man meiden. Also Supermarkt braucht man eigentlich gar nicht reingehen, kann man nichts kaufen, ja, weil alles industrielle Produkte sind, die durch Maschinen gehen, die da sind auch Stoffe drin, die nur für die Maschinen sind, ja, damit die nicht verrosten und besser fließt und so weiter. Auch Plastik und so weiter, also na, ist der Wahnsinn. Das heißt, einfach rohe Produkte kaufen, also im Bioladen, wenn man jetzt Getreide von mir haben möchte, dann das Getreide möglichst ohne Umverpackung dort kaufen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Frankreich ist, ich wohne ja in Frankreich, ist es gang und gäbe, also da kauft man die Dinge so. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber da kauft man einfach, ne, kann man sich auch seine eigene Tüte mitbringen und das dann quasi dann da reinfüllen, hat man schon wirklich keinerlei Umverpackung mehr. Das ist schon ganz gut. Und ansonsten natürlich frisches Gemüse, frisches Fleisch, lokal, saisonal, bio oder biodynamisch noch besser, weil die kümmern sich um die Qualität des Bodens. Denn wenn der Boden verarmt ist, dann sind natürlich weniger Nährstoffe drin und so weiter. Und die sind halt einfach entscheidend, weil wir die Nährstoffe auch brauchen natürlich, um unsere eigene Entgiftungsleistung, das, was der Körper an Entgiftungspotenzial hat, überhaupt erstmal umzusetzen. Ich brauche Magnesium, ich brauche B6, ich brauche Zink, ich brauche diese ganzen Bestandteile, damit das überhaupt funktioniert. Denn Entgiftung ist natürlich irgendwo Luxus für den Körper. Das ist so, das kommt in der Regenerationsphase, das haben wir in der Nacht, wenn wir gut schlafen. Das ist, wenn der Körper mal Zeit hat, dann macht man mal einen Hausputz. Das ist nicht, wenn man irgendwie mitten in der Produktion ist, die ganze Zeit in Stress und wir müssen das abliefern bis nächste Woche. Dann sagt man nicht, ja, okay, dann lass mal den ganzen Nachmittag nehmen und hier einfach mal richtig hinter den Schränken irgendwie sauber machen. Ne? Nee. Dafür braucht man Zeit. Das ist Luxus. Und dafür braucht man Ressourcen. Und diese Ressourcen müssen einfach in Hülle und Fülle sozusagen bereitstehen. Und deswegen braucht man wirklich sehr, sehr viele Mikronährstoffe, um die eigene Entgiftungsleistung, die man hat. Und da können wir uns noch drüber unterhalten, wie viel das sein kann. Aber das, was man was man genetisch sozusagen hat, dass man das auch auf die Straße bringen kann. Und das aber auch nur unter der Voraussetzung, dass man natürlich nicht die ganze Zeit irgendwo 10-mal mehr Gifte reinbekommt, als dass man irgendwo in der Lage ist, wieder rauszuholen. Also Ernährung, lokal, saisonal, bio, biodynamisch, Weidehaltung, ja, alles was, also wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Tierprodukten, aber bitte nicht aus der Massentierhaltung.
da haben wir eine schlechte Omega-3 zu Omega-6-Balance beispielsweise, führt zu Entzündungen. Wir haben dort Glyphosat. Also da wird dann beispielsweise, wir haben ja keine Gentechnik in Deutschland, aber wenn wir Tiere aus dem, weiß ich nicht, Aldi von mir aus essen, dann kommt dort Sojamehl aus Argentinien, wo Glyphosat drauf ist, wird dann mit einem großen Dampfer hier rüber geschippert sozusagen. Die Tiere stehen im Stall, sehen nie Sonnenlicht, kriegen dieses Futter, werden eigentlich krank, werden dann behandelt mit Hormonen, mit Antibiotika und so weiter, und dann kriegt man ein Steak für 2 Euro in der Plastikverpackung. Will man das? Der Körper ist ein Tempel, der eigene Tempel, in dem man schön hausen kann, und den muss man ehren und den muss man nähren. Ja, und zwar mit dem Besten, was es gibt. Und das ist einfach immer ein frisches, lokales Produkt, wo eine Kuh muss auf der Weide stehen. Ja, und zwar ihr ganzes Leben. Und dann ist das auch ein sehr befriedigendes Leben für die Kuh. Ja, die kann ihr eigenes Kalb haben und so weiter. Und irgendwann, Leben heißt immer auch das Leben, irgendwo ein anderes Leben zu nehmen. Egal, ob es jetzt, auch wenn man Veganer ist oder Vegetarier, braucht man sich nicht der Illusion hingeben, dass man dort keine Tiere tötet. In der konventionellen Landwirtschaft werden Tiere getötet ohne Ende. Also Nagetiere, Hasen, Kaninchen und Würmern und Insekten wollen wir gar nicht reden, aber das wird alles platt gemacht mit dem Traktor und so weiter, mit der Düngung, mit dem, wenn es dann nicht Bio ist, mit dem Auftragen von Glyphosat und so weiter. Also, und der Lebensraum wird genommen. Also da einfach auf die höchste Qualität achten im Sinne der Natur, im Sinne des eigenen Körpers, und dann ist schon mal sehr, sehr viel erreicht. Oder wenn man natürlich die Möglichkeit hat, kann man natürlich auch selbst im Garten Gemüse und alles Mögliche anbauen oder sich halten. Aber dazu braucht man natürlich die Voraussetzung. Ja, wobei da kann man natürlich auch viel machen. Also wenn man die Voraussetzung nicht hat, aber zum Beispiel so einen Garten kann man sich auch teilen. Also da gibt es Millionen Ideen, wie man sich zusammenschließen kann und sagt, ja, ich habe nicht so viel Geld und so weiter. Aber was wäre denn, wenn man zu fünft oder zu siebt oder so sich so einen Garten irgendwo, so ein Stückchen Land einfach kauft oder mietet oder pacht? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Solarvi gibt es da, Solidargemeinschaften, wo man dann ein bisschen mithilft und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch für wenig Geld an sehr, sehr gesunde Nahrungsmittel zu kommen. Mhm. Oder den eigenen Balkon einfach mal nutzen. Den Balkon nutzen. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, es gibt ja auch viele Nahrungsergänzungsmittel wie Chlorella, Spirulina, Zeolit gibt es ja auch. Was sagst du dazu? Könnte man das dazu, natürlich abgesehen von der regional-saisonalen Ernährung, die man sonst zu sich nimmt, ergänzend dazu nehmen? Ja, da sind wir dann beim Thema raus mit den Giften, ausleiten. Also, wenn man jetzt dafür gesorgt hat, dass weniger Sachen reinkommen, also kann man natürlich noch weiter einsteigen, das Thema, aber da muss man natürlich gucken, okay, wie kann man den Körper irgendwie unterstützen, jetzt die Sachen, die schon da sind oder die Sachen, die sowieso trotzdem immer reinkommen, ein bisschen rauszubekommen. Und da ist Zeolit ist so die einfachste Möglichkeit. Da muss man darauf achten, dass es ein medizinisches Zeolit ist. Dann nimmt man einfach so ein Löffelchen, sprüht sich das ins Wasser und trinkt das am Morgen. Das ist schon mal ein guter Start, so. Da kann man nicht viel mit falsch machen. Und das Einzige, wo man darauf achten muss, ist, dass man danach nicht irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrung zu sich nimmt. Also es sollte einfach ein bisschen mit einem zeitlichen Abstand von, sagen wir mal, 45 Minuten genommen werden. Also gleich morgens erstmal weg damit und dann, täglich. Ja. Also das Entgiftung ist sowieso eine Lebensaufgabe. Das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Einstieg, um zu sagen, okay, ich mache schon mal ein bisschen was. Ja, da kann man natürlich noch eine ganze Menge mehr machen. Chlorella, Spirulina hattest du angesprochen, bin ich nicht mehr so ein Fan davon. Spirulina sowieso nicht, was mit Entgiftung praktisch nichts zu tun hat, aber Chlorella kann Schwermetalle binden, aber ist nicht ganz unproblematisch. 10% der Leute vertragen es gar nicht. Das Protokoll ist kompliziert. Leute verstehen es nicht, dann machen sie es falsch, dann geht es ihnen schlechter damit. Gutes Chlorella kostet ein kleines Vermögen. Die Leute suchen billige Alternativen. Das sind dann, also das ist eine Mikroalge, die wirklich wirkt wie ein Schwamm. Und dann wird das halt, das günstige Chlorella, das kriegt man für 40 Euro das Kilo beim Versandhandel, und das wird dann halt in China in offenen Anlagen gemacht und so weiter, wo dann halt Umweltverschmutzung drumherum ist, und dann kriegt man mehr Schwermetalle rein, als man wollte sie ja rausbekommen. Ja. Und deswegen habe ich mich davon getrennt. Das Protokoll ist auch dann letzten Endes, da kommt dann noch Bärlauch, Koriander dazu, ist einfach kompliziert. Aktivkohle wäre noch eine Alternative zum Zeolit, wobei das Zeolit potenter ist als die Aktivkohle, aber das könnte man auch machen, da das auch einfach verrühren und entsprechend trinken.
Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste HealthWise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!